Dann Aufnahme läuft. Tür ist frei. Ja. Ich stelle mir vor, dass der Kampf hier alleine auch richtig schmerzhaft werden könnte. Ja, vor allem, du musst aufpassen, wenn du zu weit nach hinten rollst, tust du den Abgrund auch hier runterfallen. Ja. Und wenn du nur einen tötest und der, du zu lange brauchst, um den anderen zu töten, tut der eine sich dann hinlegen und tut den anderen komplett wiederbeleben. Mhm. Nee, ich glaube halt, dass, war das? Es gab ja irgendwie einen Trick, man konnte sich ja irgendwo in die Ecke stellen, einfach blocken und einer fällt dann gerne mal in seinen Tod. Und dann das kann er auch nicht wiederbelebt werden. Gemacht, das war die Ecke hier. Ui. Wo so viele Blutflecke sind, weil es wahrscheinlich schon andere gemacht probiert haben. Na ja, und wie gesagt, sie hat das mächtigste Verteidigerschwert und er hat das beste Willeschwert.